Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei Jet. Ja, wir haben beim letzten Mal die, wie soll ich sagen, die gefährliche Dämmerung des Planeten Gokey kennengelernt. Das ist der Nachbarplanet von unserem, ja, hoffentlich neuen Heimatplaneten, Fernes Ufer. Und ja, wenn es Nacht wird, also wenn es Abend wird, dann strahlt Gokey dieses unheilvolle rote Licht aus, das unsere Systeme lahmlegt. Das ist nicht cool. Das ist eine gute Idee. Das klingt gut. Augenblick mal kurz. Muss hier kurz was checken. Was machen wir? So. Gut, da bin ich wieder. Sorry. Wir sollen unsere neuen Datenbankeinträge checken. Das ist eine sehr gute Idee. Wir haben einiges gesammelt in der letzten Folge, bevor es dann zum Schlafen ging. Wir konnten uns vor dem roten Licht schützen, indem wir eine Art Schutzsphäre um unser Schiff errichtet haben und dort dann gelandet sind und uns ein bisschen schlafen gelegt haben. Ich hoffe mal, das rote Licht ist vorbei. Ja, es ist natürlich echt. Das ist wirklich dumm gelaufen, wenn man sich auf einem neuen Planeten niederlassen möchte und dann feststellen muss, dass der Nachbarplanet tödlich ist. dumm gelaufen, würde ich sagen, ja. Klingt gut. Ja. Also ich muss auch sagen, ich würde mich, glaube ich, echt tierisch unwohl fühlen als Pioniereinheit, die quasi die erste Speerspitze ist für die Ersterkundung von einem völlig unbekannten Planeten. Das muss wahnsinnig belastend sein. Und das kommt hier auch echt gut rüber, muss ich sagen. Weil wir haben uns auch sehr verloren gefühlt. Erinnert ihr euch in den ersten Stunden hier auf dem neuen Planeten? Es war nicht einfach, sich hier zurechtzufinden. Und naja, hinzu kommt halt auch noch die etwas gewöhnungsbedürftige Steuerung des Schiffs, die intuitiv und gleichzeitig doch nicht so intuitiv ist. Aber wir machen uns. Wir haben gute Arbeit geleistet letzte Folge. Genau. Ah, wir mussten noch aus dem Sprachmenü raus. Jetzt können wir uns hier mal in unseren Datenbanken widmen. Das ist gut. Der Jet. Leistungsfähige Scramjets treiben den Jet bei konstanter Geschwindigkeit voran. Ihre Leistung kann durch Schub noch gesteigert werden. Ja, Plopp, Sprünge, Schubrollen, Seitwärtsrollen und das Gleiten. Allein, dass das Ding fünf Manöver beherrscht und man die ja auch noch in verschiedenen Situationen anwenden muss, das ist echt nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Scout OS. Das kennen wir alles. Kern. Cockpit kann mit L1 und R1 zwischen den Menüpunkten des Scout OS gewechselt werden. Einträge werden mit. Ach, das sind die hier, ne? Wir sind im Cockpit. Soweit ist klar. Im Cockpit. Das Scout OS verbindet Datenkerne und ist
Grundlage aller Operationen der Jet Scouts. Der Datenkern des Scout OS im Jet wächst mit der Zeit um neue Erkenntnisse. Ja. Zhaos Direktiven. Kann man das nicht einfach Jobs nennen oder Missionen? Müssen es Zhaos Direktiven sein? Mal ganz ehrlich, das ist total unintuitiv. Weil so im Vorbeilesen während der letzten paar Folgen habe ich mich immer wieder gefragt, was sind denn Zhaos Direktiven? Was soll das sein? Ja klar, jetzt wo wir drüber nachdenken, ne, jetzt wo wir uns damit befassen, ist es klar, dass das die Missionsparameter sind. Aber so halb im Vorbeilesen war mir das waren mir böhmische Dörfer. Zhaos Direktiven. Und wer ist Zhao überhaupt? Waren das unsere Anführerin auf der Heimatwelt? Oder ist das unser Captain auf dem Schiff? Ich weiß es nicht mehr. Navigator, geografische Daten und Landmarken, die am Fernufer gesammelt wurden, Forschung, Informationen über entdeckte Lebensformen, Ausrüstung. Das ist gut. Okay, wir sind ja hier gerade im Ausrüstungsmenü. Man kann hier nichts öffnen oder schließen, das ist alles schon offen. Navigator zeigt aktuelle Aufgaben, den Jetzustand und Markierungen für Landmarken. Also der Navigator ist ultra wichtig, wenn wir wissen wollen, wo wir hin müssen und wie es weitergeht. Das Scope, genau, das ist, was ich gesagt habe. Das Scope ist quasi die Außenansicht des Schiffs. Im Grunde die Third-Person-Sicht, ja, kann man sich schon so vorstellen. Hier ist es halt außerdem eine Art, also die Third-Person-Sicht ist quasi eine Art Werkzeug vom Schiff. Weil wenn wir nicht im Schiff sind, dann sind wir in der Ego-Perspektive unterwegs, so wie wir jetzt hier im Cockpit auch sitzen. Ich glaube übrigens, dass wir im Cockpit, dass im Cockpit die Zeit nicht weiterläuft. Das Scope ermöglicht eine Außenansicht. Blickwinkel mit rechtem Stick justieren. Bei gedrücktem L1. Genau, man kann dann das Scope heran und weg bewegen. Mit L1 wird das Scope hinter den Jet zurück. Das ist gut. Das wusste ich nämlich nicht. Das habe ich gestern. Das habe ich in der letzten Folge die ganze Zeit ausprobiert. Wie man das macht. Die Kamera hinter das Jet zu zentrieren, das hätte ich zwischendurch gerne gemacht. Na gut, haben wir doch schon ein bisschen was gelernt. Das Steuer, ganz einfach, mit linkem Stick. Schub mit R2. Ja, Scramjet. Scramjet Instabilität. Scramjet mit Dunst. Reduzieren. Okay, hier, das ist eine Laufschrift, die bewegt sich dann weiter. Der Greifarm, Schutzschirm. Greifarm will ich nochmal checken. Das Halten von Viereck aktiviert den Arm. Das Halten. Nicht das einmal drücken. Ja. Okay, man muss Objekte vorher inspiziert haben und dann erkennt der Scope quasi, dass das ein Objekt ist, was man aufheben kann. Schwere Lasten können nur mit ausgeschalteten Scramjets sicher transportiert werden. Ansonsten steigt die Scramjet-Instabilität rapide an. Der Schutzschirm. Um einen Schutzschirm aufzuspannen, unter dem befinden wir uns zurzeit, wird über einer geeigneten Lagerstätte mit Kreuz nach unten, das Schutzschirmsymbol ausgerüstet und der Schutzschirm dann im Anschluss mit Viereck aktiviert. Also es geht nur an bestimmten Orten, das ist schon mal gut zu wissen. Eine Schutzzone, eine Lagerzone. Im nächsten Schritt kann der Jet durch Gedrückthalten von Kreis im geschützten Bereich landen. Genau, das macht man also, man landet nachdem die Schutzzone aktiviert wurde, erst dann geht das. Unter einem Schutzschirm sind Jets vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt und die Scouts können unbesorgt schlafen. Was mich nur ein bisschen wundert, warum schützt uns der Schirm denn vor der Dämmerung, vor dem Licht vom Planeten, Nachbarplaneten? Wenn, ja, warum schützen unsere Schiffsschilde nicht oder halten das nicht aus, der Schutzschirm aber schon? Naja, das kann man bestimmt wissenschaftlich auch irgendwie erklären. Gleiten.
Wenn der Jet sich in ausreichender Höhe befindet, kann durch Hoch- und Runterbewegen des Steuers ein Gleitflug initiiert werden. Beim Gleiten sinkt der Jet langsamer Richtung Boden. Ich brauche eine größere Horizontale. Cool. Wir können theoretisch, wenn wir von so einer Gokeblüte, die übrigens den gleichen Namen trägt wie der tödliche Nachbarplanet, wenn wir uns damit in die Luft katapultieren lassen, können wir einen Gleitflug ansetzen. Und das machen wir, glaube ich, indem wir einen Plop, ja genau, einen Plop. Genau. Das ist cool. Ausrüstung, Bodenkontrolle. Die Bodenkontrolle ist ein Außenposten der Scouts. Ja, den bringen dann unsere Kollegen nachher mit. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir, glaube ich, echt einen ganzen Schritt weiter. Wir müssen da mal hinkommen. Ich schlage vor, wir machen uns direkt auf den Weg, oder? Guck mal, wir haben hier sogar eine Map. Hey, das ist ja stark. Wir sind momentan auf dem Zosi-Massiv. Wir sollen zu Scouts Aussicht. Wo ist die? Die sehen wir dann, wenn wir aus dem Cockpit rausgehen. Wenn wir den Scope aktivieren, sehen wir den NAV-Punkt. Ja, ich würde sagen, wir machen das, oder? Was haben wir noch für Missionen? Wurzeln. Die Jet Scouts erhalten hiermit den Befehl, am Zosi-Massiv auf dem fernen Ufer zu landen, um die Errichtung der Bodenkontrolle auf Scouts Ausblick zu sichern. Okay, das Zosi-Massiv, da sind wir noch nicht. Da sollen wir hin. Ach, guck mal. Wir sind unten rechts auf dieser kleinen Insel. Und wir sind nicht mehr so weit von Zosi-Massiv entfernt. Und auf dem Zosi-Massiv, das ist ja eine riesen Landmasse. Jesus. Dort haben wir schon einen Punkt einmarkiert bekommen, wo wir die Bodenkontrolle errichten sollen. Okay. Gut. Ergründung des Hymnus. Die Jet Scouts erhalten hiermit den Befehl, nach der Errichtung der Bodenkontrolle Tor zu untersuchen. Das ist hier weiter oben im Norden. Und die Quelle der Hymnus aufzuspüren. Wenn wir auf dem fernen Ufer wurzeln und gedeihen wollen, müssen wir zuallererst die Göttlichkeit des Hymnus und die Absichten der Wildnis verstehen lernen. Daten sammeln, das ist so eine Nebenmission, die wir immer machen. Das Wispern der Wildnis. Die Jet Scouts erhalten hiermit den Befehl, ihre Aufmerksamkeit nach Erfüllung anderer Direktiven, nach Erfüllung anderer Direktiven, also hier, ne, Hymnus, Wurzeln schlagen, etc., dem Wispern der Wildnis zuzuwenden und insbesondere auf psychologische Phänomene aller Art zu achten, besonders wenn sie ein zielgerichteter Kommunikationsversuch sein könnten. Unser Interesse gilt insbesondere sinngerichteten Mustern, die Aufschlüsse über die Ziele der Wildnis und mögliche Konsequenzen über die Zukunft. Sinngerichteten Mustern, okay. Also intelligente Muster, würde ich sagen. Intelligentes Leben in der Wildnis erkennen und katalogisieren, würde ich sagen. Synchronisierung. Die Jet Scouts erhalten hiermit den Befehl, nach erfolgreicher Ergründung des Hymnus über die Antenne der Bodenkontrolle ihre Datenkerne mit der Mutterstruktur zu so synchronisieren. Ja, das ist quasi dann die letzte Quest für den Part hier. Solange die hart erarbeiteten Erkenntnisse nicht an Bord der Mutterstruktur und in Jaos sicheren Händen sind sie selbst und unser aller Zukunft in großer Gefahr. Ja, das verstehe ich. Gut. Dann schlage ich vor, ist Zosi-Massiv unser nächster Punkt. Wir gehen mal raus in den Scope. Viel Gelaber am Anfang. Ja. Oh ja. Wo? Da oben. Da sind sie. Ja. Sehr gut. Sollen wir los? Ich würde sagen, ja.
Ah, und so, genau, das habe ich die ganze Zeit machen wollen. Das wissen wir jetzt auch, wie es geht. Ja gut. Starten. Und bleibt die Schutzzone hier? Das wäre natürlich ziemlich cool. Es kann aber auch sein, dass die verschoben wird, sobald man sie woanders errichten möchte. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal direkt zum Ausblick. Kleine Laderuckler gibt es hier zwischendurch. Ja, es ist halt ein sehr großes, weitläufiges, ich nenne es mal Open-World-Gebiet auf jeden Fall. Das klingt gut. Da sind sie. Wir haben uns noch vor dem Massiv mit den beiden getroffen. Da vorne fliegen sie. Sehr schön, nicht mehr allein hier in der Einöde. Da sind wir schon. Dendriten? Es ist manchmal ein bisschen schwierig zu lesen und gleichzeitig hier überall hinzusteuern, wo wir hin sollen. Da wäre mir fast eine englische oder deutsche Synchro lieber gewesen, aber gut. Ist jetzt so. Das Terrain ist mal wieder richtig geil. Oha. Also im Moment suchen sie einen Weg durch das unwegsame Gelände. Es scheint denen hier nicht so recht zu sein, wie es hier aussieht, warum auch immer. Die hängen uns gleich ab. Könnt ihr nicht mal ein bisschen langsamer fliegen? Kaşı kamer, oyun keyit.
Oh, Yoreti. Oh, Gatsby. Banyamal. Kabiremba. Oh. Orfihashin. Shicho She. Okay. Die greifen an. Okay. Also scheinbar werden wir jetzt attackiert und wir können uns natürlich nicht wehren, weil wir keine Bewaffnung haben und weil wir auch nicht kämpfen wollen. Wir wollen ja eine Heimat suchen und nichts zerstören. Ja, und aus dem Grund müssen wir jetzt einfach abhauen, würde ich sagen. Die Frage ist, wohin? Ja, ist ja gut. Jetzt lass mich. Ja, ich hab's doch schon früh gemerkt. Mann, Mann, Mann. Ich denke, ich soll mich vor den Viechern verstecken. Jetzt wollen sie, dass ich zurückkomme. Ja, okay. Alles klar. Boah, ist das ein schwieriges Spiel. Ja, okay. Alles klar. Jetzt sind wir gleich tot. Ich plopp dich kaputt, mein Freund. Ja, hab ich gemerkt, dass das geht. Das ist echt schwierig und irgendwie will auch immer die Kamera ganz weit weg von meinem Schiff sein, warum auch immer. So, jetzt habe ich die Kontrolle wieder. Ja, ich war gerade komplett kontrolllos, muss ich sagen. Nein, ich will nicht zu dem. Oh. Das ist schwierig, Leute. Orientieren, kämpfen, überleben, lesen, bewegen. Ja. Ist nicht ohne. Was machen wir denn jetzt hier? Ah, okay. Durch den Wald. Sau schwierig. Ah, okay. Die Dinger sind auch gefährlich. Hier will uns, glaube ich, alles töten. Jesus. Also, ja, ich muss hier ein bisschen zocken, ohne was zu sagen, weil sonst kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren. Okay, die Zosi-Wälder haben wir jetzt. Das Spiel ist schwierig, Leute. Es ist... Alles gleichzeitig machen macht es so schwierig, wisst ihr? Deswegen erstmal weniger Gelaber jetzt. Das sieht doch gut aus. Chamin Hasen, Osvemi, Edwin?
Da durch, oder? Ja. Ob wir das hinkriegen? Ja, das war nicht schlecht. Das habe ich mir gedacht. Okay, Leute. Das braucht jetzt ein bisschen, bis wir das hinkriegen. Also Schnauze hoch und dann ploppen. Ja. Sehr gut. Jones. Jones? Caro? Chicho, Shea. Jones. Jones, copy. Join in. Will be safe. Be good, Sine. Keep the fire deal. Mhm. Das hätten wir ja auch die ganze Zeit machen können. Wenn ich lieber zum Ausblick? Jetzt wollen die hier landen. Naja gut. Das ist die Story, Leute. Landen wir. Wie steige ich aus? So steigen wir aus. Wir kommen so langsam dahinter. Die Schiffe sehen schon cool aus. Guck mal, die haben vorne so ein Gesicht. Ein bisschen wie so ein Fisch. Und die Landebeine sehen auch geil aus. Das sind einfach irgendwelche Rohrleitungen mit so Winkelstücken verbunden. Cool. Also der Style hat schon was. Jetzt kriegt man auch mal ein Gefühl dafür, was das für ein doch recht ungemütlicher Planet ist eigentlich. Auch wenn er hübsch ist, aber er ist auch langweilig und ungemütlich. Tja, ist halt komplett wild. Null Zivilisation, vermutlich. Mhm. Ja. Ja. Nekrotisch? Es hat was mit dem Nachbarplaneten zu tun. Goke. Hm. Okay. Wir waren gerade kurz nicht ansprechbar. Tor ist ein Berg. Mhm.
Da bin ich mal gespannt. Also sie haben scheinbar einen sehr guten Platz ausgesucht mit Scouts Ausblick für die zukünftige Bodenkontrollstation. Das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Das sind dann halt wieder die positiven Seiten von so einem Pionierjob, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich das machen würde, sag ich ganz ehrlich. Da hätte ich nicht die Eier zu. Ja. Ja. Gut. Zu Fuß können wir leider nicht so viel machen, außer uns unterhalten und ein bisschen die Gegend anschauen. Aber das ist auch okay so. Das Hauptgameplay liegt wirklich darin, den Jet zu steuern. Und dieser Planet. Also wenn ihr der Berg Gänsehaut bereitet, ganz ehrlich, mir bereitet der Nachbarplanet Gänsehaut. Guckt ihn euch an. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dem Ding. Na gut, weiter geht's zum Ausblick. Puh. Läuft doch bis jetzt ganz gut. Hoffentlich. En lo vinchai, en favor di espes, da won, lo carvao di rochefa, you need. Das sind Jaos Worte, oder? Wo gott si prosepet, so viel in schen liga, schomste dende, o arwachion, jones. Alles klar. Gote feletka, monjefe, viluje, morba, joiban, kran, koshin, ibum gotrode, wo gott si prosepet, kroshim, boshaman. Ein Koloss? Ja, das sind Lebewesen. Wo denn? Gedriftet. Ja, so langsam komme ich rein, Leute. Oh, das da hinten? Was in aller Welt? Aha. Ja, besser ist das. Scramjet auslassen. Guckt ihn euch an. Können wir den scannen? Nee. Hescher? Das ist nicht gut. Mhm.
Terror Daesh mit Rankun Naban. Akaida Boy, Porfi Hashin. Dem Balenci, Commander. Vanir Bix, Haus Delegi. Jones, Alshan Nikodar. Wo Anjo? Guckt ihn euch an. Boah, wir können ihn scannen, Leute. Guckt mal. Wohin will bise? Im Kolosform. Blitzwende. Ibos vor Gogal. Hans Hector, Hospa Hemli. Jung Volkiba. Mitch, Hulchabe. Gizia Biden. Of she malinet. Itajetaya. Chigotzie. Ukaden Yakame. Phantom. Die fliegen uns langsam davon, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich wollte kurz den Koloss genießen, Leute. Guckt ihn euch an. Schaltet eure Scramjets ein, formiert euch an meiner Position. Jetzt ist Jones dabei, jetzt sind wir drei Schiffe und Jones ist gerade dazugekommen, der gibt uns jetzt Befehle, der will uns zum Ausblick leiten, aber der Koloss macht uns ein Problem mit seinen Begleitern. Och nee, echt jetzt, wir müssen die kleinen Viecher abfangen. Auf geht's. Nein. Kami Remba. Wanzan, the Hectory, Orenchado. Also sees Bosva. Schulla to Wetrum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich machen muss. Okay, in den Sumpf fliegen, das hört sich gut an. Kriegen wir hin. Okay, die Pipas, das sind diese Pflanzenblüten. Okay. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Okay. Nix wie hin. Haben wir es? Ja, es sieht so aus. Krass.
Oh nein. Okay. Okay. Wir müssen wieder Hescher weglocken, da oben sind sie. Diese komische Plattform hier. Okay, weglocken. Es klappt noch nicht so richtig gut. Okay. Geschafft. Jetzt aber. Okay, auf zu dem, zu unseren Begleitern. Da drüben sind sie. Leute, das Spiel ist knifflig. Ich sag's euch. Aber immerhin kommen wir mit der Steuerung langsam klar. Bodenkontrolle. Müssen ihn weglocken. Kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin, Leute. Wir müssen jetzt Lärm machen. Die Frage ist nur, wie? Weil die Plopplaute alleine reichen, glaube ich, nicht. Lenke den Koloss ab. Was Jones.
Okay. Ja, kriegen wir hin. Haben wir es schon geschafft? Das macht Lärm auf jeden Fall. Er kommt hierher, sehr gut. Völlig im Eimer. Das Spiel ist anstrengend, aber auch schön. Ja, wir haben es geschafft. Die Bodenkontrolle ist sicher. Was für ein Vieh, Leute. Seht ihn euch an. Aber was ist denn, wenn der zurückkommt? Oh, Mission erfüllt. Toll. Und jetzt? Er geht weg. Ja. Allerdings. Ja, so langsam kommen wir mit der Steuerung auch zurecht. Und sobald das mal sitzt, läuft das Spiel. Aber bis dahin war es ein weiter Weg. Ist echt nicht einfach, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier passiert viel gleichzeitig. Da muss man sehr aufmerksam sein. Guck mal hier die Bodenkontrolle. Haben es geschafft. Oh. Okay. Landen? Ja. Super. Fantastisch, Leute. Oh. Es war hart. Okay. Nee, umafi hai. Krasteru paya sof. Afra galento, bachetambe, dilandemo. Du, dik, utagoidia. Isa, utpansechi, zufilde. Nee, atrobuli.
Ja, das glaube ich auch. Wegtreten, Leute. Das war's erstmal. Danke fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber anstrengend war es auch. Ja, dann abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und ihr nicht verpassen wollt, wann die nächste Folge online kommt. Lasst ein Like da, Kommentare, was immer ihr wollt. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.